Hallo und ganz herzlich willkommen zur Hessenschau an diesem Mittwoch, der ein ganz besonderer für die Kulturszene in Frankfurt ist. Denn in der Main-Metropole eröffnet heute das erste Technomuseum Deutschlands. Und am heutigen HR-Thementag schauen wir auf die Handwerksbranche, die händeringend Nachwuchs sucht. Unsere Reporterin schnuppert eine Woche lang in verschiedene Berufe rein. Ja, wenn wir in der Corona-Pandemie eine Sache besonders gut gelernt haben, dann, dass sich Entscheidungen schnell ändern können. Und jetzt ging es besonders schnell, denn gestern hieß es, ab dem 1. Mai sei bei einer Corona-Infektion die Isolation nur noch freiwillig. Und heute heißt es, Kommando zurück. Die Rolle rückwärts ist perfekt. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will doch keine freiwillige Isolation bei einer Corona-Infektion, sondern bei der Pflicht dazu bleiben. Er habe einen Fehler gemacht, schreibt er auf Twitter und erklärt das bei Markus Lanz in der Talkshow. Das Signal, was davon ausgeht, dass jemand, der isoliert ist, das dann selbst entscheidet, ob er zu Hause bleibt oder nicht, das ist so negativ, so verheerend, obwohl es nicht kontrolliert werden kann, dass man an diesem Punkt also eine Veränderung machen muss. Die Änderung sollte eigentlich die Gesundheitsämter entlasten. Doch im Wiesbadener Gesundheitsamt sorgte das Hickhack eher für Verwirrung, so Gesundheitsdezernent Oliver Franz. Wenn die Pflicht abgeschafft wird, dann soll das jeder irgendwie freiwillig machen. Das ist ehrlich gesagt ein Widerspruch in sich selbst. Also entweder man muss sich isolieren, es gibt eine Vorschrift dafür, oder es gibt sie nicht. Bei einer Corona-Infektion ist die Isolation das wichtigste Mittel, um weitere Ansteckungen zu vermeiden. Auch wenn sie freiwillig ist, sagt der hessische Gesundheitsminister Kai Klose. Dass dann auch geklärt ist, dass sie beispielsweise einen Verdienstausfall bekommen bzw. eben krankgeschrieben werden. Also das, was wir bisher auch haben. Es soll auf keinen Fall ein Anreiz entstehen, die Infektion weiterzutragen. Und die Art und Weise, wie das am Montag kommuniziert worden ist, hat eher Letzteres transportiert. Und das ist das Problem. Und wie denken die Hessen über dieses Hin und Her? Die klare Linie fehlt einfach. Ja, und das kommt nicht so ganz gut an. Ja, da habe ich mich erst mal gewundert, aber er hat ja gesagt, er kann das auch ruhig zurücknehmen. Ich finde, man darf sich auch mal korrigieren. Was natürlich die politischen Äußerungen in den letzten zwei Jahren mit dem Hin und Her, weiß eh keiner mehr, was los ist. Das finde ich natürlich vom Herrn Lauterbach eine schwierige Aussage. Also da finde ich schon, hätte man sich vorher überlegen können, wie man zu der Sache steht, gerade wenn man in seiner Position ist. Entscheidungen zu den Corona-Maßnahmen sind für Politiker nicht leicht zu treffen. Das ist eigentlich jedem klar. Doch gründlich durchdacht sollten sie sein, sagt Politikwissenschaftler Wolfgang Schröder. Gleichzeitig haben die Bürger aber zu Recht doch einen Anspruch darauf, dass sie gut regiert werden, dass sie verlässlich regiert werden und dass man nicht rein und raus geht. Also insofern ist wichtig, dass man da wieder zu einer ruhigen Hand des Regierens zurückfindet. Wer positiv ist, bleibt zu Hause. Und zwar verpflichtend. Lauterbachs Rolle rückwärts, viel hin und her und am Ende bleibt alles, wie es war. Ja, die Isolation soll ja verhindern, dass sich das Virus weiter verbreitet. Und auch Impfungen sollen helfen, die Pandemie einzudämmen. Lange wurde über eine allgemeine Impfpflicht ab 18 diskutiert und gestritten. Die ist mittlerweile vom Tisch. Jetzt geht's um die über 60-Jährigen. Wenn es nach der Regierungskoalition geht, dann soll die Impfpflicht für alle ab 60 gelten. Seit Monaten ist es ein Hin und Her. Die Impfpflicht ab 18, dann ab 50, jetzt doch ab 60, vielleicht. Blicken da die Hessen überhaupt noch durch? Da sollte es doch heute oder morgen im Bundestag, glaube ich, zu einer Diskussion geben. Und erst hieß es ab 50, aber ich glaube, jetzt sind sie schon wieder bei 60. Wir haben keine Impfpflicht. Also die Impfpflicht, die allgemeine, ab 18 ist vom Tisch. Und jetzt steht in der Diskussion die ab 50. Fast. Die allgemeine Impfpflicht ist zwar vom Tisch, jetzt geht es um die Impfpflicht ab 60. Das wünschen sich die Abgeordneten der Ampelparteien. Die Union ist dagegen und spricht sich für ein Impfregister aus. Mit einem gestuften Impfmechanismus, der je nach Pandemielage aktiviert werden kann. Gesundheitsminister Kai Klose hofft auf ein klares Ja zur Impfpflicht. Der Bundeskanzler hat ja entschieden, dass es keine Frage ist, die nach Fraktionen abgestimmt werden soll, sondern eine Gewissensentscheidung. Deshalb ist es sehr schwer vorher zu kalkulieren, ob es am Ende eine Mehrheit gibt. Das ist keine Frage von Parteien. Aber ich hoffe, dass sich alle Parteien ihrer Verantwortung bewusst sind. Auch die übrigens, die nicht der Bundesregierung angehören. Unklar dabei ist vor allem auch, wie die Impfpflicht kontrolliert werden soll.
weder die Krankenkassen noch die niedergelassenen Ärzte können das in irgendeiner Weise kontrollieren und für den Staat monitoren. Und da muss der Arzt, der Staat eben nicht nur mitteilen, wie er es kontrollieren will, sondern auch, wie er es sanktionieren will. Fakt ist, in Hessen sind aus der Gruppe der über 60-Jährigen 11,1% nicht geimpft. 87% haben zwei Impfungen und 75,7% sind geboostert. Professor Steffen Augsberg aus Gießen ist Jurist, Mitglied des Ethikrats und sieht das mit der Impfpflicht anders. Ich glaube, dass die Gruppe der über 60-Jährigen bereits eine sehr hohe Impfquote hat. Also nach den offiziellen Zahlen nahezu 90%, 5% Untererfassung, sagt das RKI. Was wollen wir da noch erreichen? Ich glaube, wir würden mit sehr hohem Aufwand, mit sehr auch wirklich problematischen grundrechtlichen Tendenzen sehr wenige Prozentpunkte zugewinnen, auch in einem optimistischen Szenario nur erreichen können. Morgen entscheidet der Bundestag, ob eine Impfpflicht ab 60 Jahren kommt oder nicht. Eigentlich war die Eröffnung ja schon vor 5 Jahren geplant, aber das hat sich alles verzögert. Heute war es dann endlich soweit. Das erste Museum für elektronische Musik Deutschlands ist heute in Frankfurt eröffnet worden, mitten in der Stadt an der Hauptwache. Und hier sehen wir auch Bilder. Viele Menschen draußen vor dem Museum. Ja, das sieht nach Party aus. Und mittendrin ist unser Reporter Bernd Arnold. Bernd, bei dir ist ja schon einiges los, ne? Ja, hier sind natürlich viel mehr Menschen, als in ein Museum reinpassen würden, denn die Party ist los und zwar mit dem Godfather der Technomusik, mit Sven Veth. Es ist richtig zur Sache gegangen, jetzt gerade eben schon, die Leute haben gejubelt und auch Patricia hat gejubelt, hat mir gesagt, ist Techno-Fan, sind ganz gezielt hierher gekommen, auch wegen Sven Veth. Ganz gezielt hierher gekommen, also gerade wegen Sven Veth, wegen dem Momen. Ich glaube, alle warten schon sehr viele Jahre, dass es endlich aufmacht und so eine tolle Veranstaltung natürlich, mitten in Frankfurt, ist einfach geil, ist einfach toll, klasse. Und das alles um ein Museum herum, das Sie auch besuchen werden. Die nächsten Tage haben Sie mir gesagt, wir durften schon mal reinschauen. Noch heute Mittag wurde gebohrt, gezimmert und Kabel verlegt in den 600 Quadratmetern an der Frankfurter Hauptwache. Zur Eröffnung des einzigen Museums für elektronische Musik. Als Keimzelle gilt ab Mitte der 80er Jahre das Dorian Gray, die legendäre Großraumdisco im Frankfurter Flughafen. Hier und in anderen Clubs wie dem No Name, dem XS oder dem Omen wird der europaweit erfolgreiche Sound of Frankfurt kreiert. Von DJs wie Sven Veth, der heute Abend auflegt. Auch seine Geschichte lebt hier im neuen Museum wieder auf. Dazu Installationen, Videos, Mischpulte, eine kleine Tanzfläche und 25.000 Schallplatten. Zwar verlagerte sich die Szene mit dem Jahrtausendwechsel immer mehr nach Berlin, doch die elektronische Musik lebt weiter in Frankfurt. Beim World Club Dome feiern über 200.000 Menschen eine Musik, für die es seit heute ein eigenes Museum gibt. Ja, und ich habe mittlerweile mal nachgefragt, es sind wohl 5.000 Menschen hier, alles herum um ein Museum. Jetzt fragt man sich, Techno lebt, diese Musik lebt. Für was braucht Techno ein Museum, Herr Weil? Es ist eine ganz neue, tolle Kulturrichtung, die weitgehend unentdeckt ist. Und die braucht natürlich ein Kulturzentrum, eine Begegnungsstätte für das Hier und für das Morgen vor allen Dingen. Und für internationale Aspekte. Was kann ich in dem Museum erleben, wenn ich dann übermorgen, da geht es nämlich los für normale Besucher, reingehe? Musik, Kunst, Visuelles. Selbst ausprobieren an Plattenteller, also eine sehr weite Reise in die Gesamtkultur der elektronischen Musik. Hört sich spannend an. Wir wollen es mal einordnen lassen von dem Herrn Christian Arndt, ein Kollege. Wie ist es einzuordnen, diese Techno-Welt in ein Museum zusammengefasst? Es ist absolut folgerichtig. Es ist einfach an allerhöchste Zeit. Wie für die zeitgenössische Kunst ist auch für unsere Populärkultur, die in Frankfurt einen ihrer Ursprünge gehabt hat, absolut zwingend notwendig, dass es ein Museum gibt. Und das Museum muss aber lebendig sein. Es muss ein Living Archive sein. Lebendig wie diese Party hier. Also wir freuen uns, dass hier so viel los ist. Und auch Sie, wenn Sie Lust haben, Technomusik, könnte ich doch mal vorbeigucken. Schauen Sie zur Hauptwache, sind ungefähr 5.000 Leute da. Die hat gesagt, die Polizei, bei 12.000 wird es dann vielleicht ein bisschen eng. Also kommen Sie vorbei und übermorgen gehen Sie vielleicht mal ins Museum. Ja, Wahnsinn, wie viele Menschen da sind. Dankeschön, Bernd.
Mehr als 800 Polizeibeamte waren heute in den frühen Morgenstunden bei Razzien gegen Neonazis im Einsatz. Jetzt die Nachrichten von Kai. Ja, dabei haben sie 61 Objekte in 11 Bundesländern durchsucht. 4 Personen wurden dabei festgenommen, eine davon auch bei uns in Hessen. Hier in Rothenburg an der Fulda wurde heute Morgen Bastian A. festgenommen. Antifaschistische Initiativen aus Südthüringen schreiben auf ihrer gemeinsamen Homepage, Bastian A., hier rechts im Bild, sei schon seit vielen Jahren Begleiter des Eisenacher Neonazis Leon R. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm jetzt vor, Mitglied in der kriminellen Gruppe zu sein. Konkret geht es um die Vereinigung Knockout 51, eine rechtsextremistische Kampfsportgruppe. Ziel dieser Kampfsportgruppe und Ziel auch von Leon R. ist nach unserer Erkenntnis die Schaffung eines Nazi-Kiezes in Eisenach. Bei der heutigen Razzia in Eisenach wurden Leon R. sowie 2 weitere mutmaßliche Mitglieder von Knockout 51 festgenommen. Zusammen mit Bastian A. sollen sie seit circa einem Jahr sogenannte Kiezstreifen durchgeführt haben, bei denen sie andere Personen zum Teil schwer verletzt haben sollen. Am frühen Nachmittag sind die 4 dem Ermittlungsrichter beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe vorgeführt worden. In Kassel ist am Nachmittag des NSU-Opfers Halit Yozgat gedacht worden. Der damals 21-Jährige wurde heute vor 16 Jahren in seinem Internetcafé von der Terrorzelle NSU erschossen. Gemeinsam mit der Stadt Kassel hatte die Familie Yozgat zu dieser öffentlichen Gedenkveranstaltung eingeladen. Sie fand am Gedenkstein für die NSU-Opfer am Kasseler Halitplatz statt. Yozgat war das 9. Opfer einer grausamen Mordserie, die unser Land, unsere Stadt bis heute in Atem halte, so Kassels Oberbürgermeister Christian Geselle. Geflüchtete aus der Ukraine werden in Zukunft nicht nur in Gießen oder von Gießen, sondern auch von Frankfurt aus auf Städte und Gemeinden verteilt. Darauf haben sich Land und Stadt geeinigt. Mitarbeiter der Gießener Erstaufnahme werden dafür Büros in der Frankfurter Messe beziehen. Seit Kriegsbeginn seien rund 40.000 Menschen hier am Hauptbahnhof angekommen, so Sozialdezernentin Elke Feutel. Kurz vor Ostern ruft der Süßwarenhersteller Ferrero auch in Hessen seine Produkte Kinder-Schokobons und Überraschungseier aus den Supermärkten zurück. Grund ist eine mögliche Verunreinigung der Produkte mit Salmonellen in einem belgischen Werk. Über 100 Kinder mussten mit blutigem Durchfall ins Krankenhaus, vor allem in Großbritannien. In Deutschland sind bislang 4 Menschen erkrankt. Hessen meldet 2 Verdachtsfälle. Das Werk von Ferrero in Stadt Allendorf ist laut Gesundheitsministerium schon überprüft worden. Salmonellen wurden dort nicht gefunden. Soweit die Nachrichten. Weiter geht's jetzt mit Hülya. Dankeschön, Kai. Ja, Handwerk hat goldenen Boden. Wenn man den Spruch hört, dann müssten sich doch viele darum reißen, eine Ausbildung in der Handwerksbranche zu machen. Doch genau das Gegenteil ist der Fall. Es werden immer weniger. In unserer Wochenserie schaut sich unsere Reporterin Christiane Rau verschiedene Berufe an, macht selbst auch mit und zeigt, was das jeweilige Handwerk attraktiv macht und was vielleicht auch nicht. Heute ist sie als Schreinerin unterwegs. Heute wird's mal wieder laut. Wir sind in der Schreinerei Formart in Bad Homburg. Ich zeige euch jetzt erstmal, was gebaut wird. Julius und Ruben sind beide Azubis im ersten Lehrjahr. Sie sollen heute mit mir zusammen ein Bett bauen. Ihr Chef Sven Gottschalk erklärt, wie. Er selbst kam erst über Umwege zu dem Beruf des Schreiners. Nach vielen Semestern an der Uni, unter anderem Luft- und Raumfahrttechnik, kam ihm irgendwann die Erkenntnis, das ist mir zu viel Theorie, ich brauche mehr Praxis. Du wirst so nicht durchkommen. Ja? Ja. Du musst das leicht ankippen, sonst kommst du nicht durch. Okay. Ja? Vielleicht ist das auch der Grund, warum für ihn die Ausbildung der Lehrlinge so wichtig ist. Die Jugendlichen als solches möchten mehr verstehen, als früher das der Fall war. Also es ist weniger, dass sie einfach in Anführungsstrichen gehorchen und Sachen repetitiv wiederholen, sondern dass sie ganz einfach, sie möchten es verstehen, möchten dann sehen, warum machen sie es und daraus dann herleiten und entwickeln, wo es hingeht. Mit Nachwuchs hat er kaum Sorgen. Die gute Ausbildung spricht sich rum, auch an den Schulen, von denen er regelmäßig weiterempfohlen wird.
Bei mir war es so, ich habe immer viel mit dem Handwerk zu tun gehabt, immer mal wieder viel gebastelt und habe das eigentlich gar nicht so wahrgenommen als etwas, was ich machen möchte. Ich habe es dann, bin dann darauf mal gekommen, habe das manchmal informiert und dann war ich hier zum Probearbeiten. Es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, ich möchte die Ausbildung auf jeden Fall machen. Für mich war eigentlich schon immer das Handwerkliche schon ein Thema und genau, dann habe ich hier auch eine Woche Probe gearbeitet und es hat mir echt gefallen. Die Leute hier sind sehr nett und dann habe ich angefangen hier. An die Sägen darf ich leider nicht. Arbeitsschutz. Dafür kann ich den beiden Azubis über die Schulter schauen. Für das erste Ausbildungsjahr haben die beiden es schon richtig drauf. Julius ist erst 17, hat gleich nach der Realschule die Lehre begonnen. Ruben ist 21, hat vorher sein Abi gemacht. Ich stehe ganz am Anfang, aber ich denke, das Wichtigste ist, dass man bei dem Beruf Spaß hat, wenn man den lange machen möchte. Und das Geld ist natürlich, oder finanziell ist es natürlich auch ein wichtiger Aspekt, den man beachten sollte. Aber auch mit einem Ausbildungsberuf kann man sich ja selbstständig machen, beispielsweise. Und da hat man dann auch wieder, hängt es wieder mehr von einem selbst ab. Das heißt, gerade so Schreiner und so, ist eigentlich schon, die Entwicklungsmöglichkeiten sind ja schon eigentlich interessant. Also. Das stimmt. 1.356 Tischler-Azubis gab es im vergangenen Jahr in Hessen. Im ersten Lehrjahr verdienen die durchschnittlich 725 Euro, im dritten Lehrjahr 925 Euro. Hier im Betrieb sind es 3 Azubis, 8 Mitarbeiter insgesamt. Wenn einer nicht weiter weiß, gibt es immer jemanden, der hilft. Gerade mit den riesigen Maschinen zum Sägen und Schleifen muss man umgehen können. Ich entdecke noch ein anderes Gerät, das mich total begeistert. Ich habe gelernt, das ist ein Reinluftfilter und der ganze Schlauch, der hier in der Werkstatt entsteht, wird gepresst, kommt hier raus, ist in Pellets gepresst und wird verheizt nachher. Das. Die Buchenbretter sind mittlerweile alle zugeschnitten und geschliffen. Gleich werden sie in Paaren verleimt. Findest du das? Oder das eher? Das ist schöner. Das passt doch zu dir. Ja. Würde ich auch sagen. Die beiden passen gut zusammen. Hier eine Zwinge hin, unten eine Zwinge hin, dass die Leim nicht überall dazwischen läuft. Bei einer kurzen Kaffeepause denke ich, für den Fachkräftemangel gibt es viele Gründe, aber auch Lösungen. Sich zum Beispiel wie hier aktiv um den Nachwuchs zu bemühen, auf Augenhöhe und mit Wertschätzung. Das ist eh ein Wort, das ich von vielen immer wieder höre, wenn es ums Handwerk geht. Ich glaube, es hat sehr, sehr viel damit zu tun, dass das Handwerk jahrelang nicht wertgeschätzt worden ist. Und entsprechend haben natürlich die, in Anführungsstrichen, Eltern die Kinder immer dahin gedrängt, dass sie eben möglichst akademische Berufe erlernen. Und dadurch, dass wir jetzt tatsächlich an einem Punkt sind, dass das Handwerk einen echten Wert wieder hat, glaube ich auch, dass mehr Menschen wieder ins Handwerk drängen werden. Das wäre schön, denn mit den Händen etwas schaffen, so wie hier, ist erfüllend und sinnstiftend. Julius und Ruben verleimen jetzt noch die Bretter, danach kommen sie in die Presse und nochmal durch die Schleifmaschine. Da kann man dann das schon anfangen, das erste Mal sich das vorzustellen, wie es nachher wirken wird im Gesamten. Bin ich sehr glücklich drüber, auch über die Gleichmäßigkeit vom Holz, bei all den Holzstücken, das ist schön. Das Bett bekommen wir an dem Tag nicht fertig. Macht nichts, ich bin mir sicher, dass es toll wird und auch seinen zukünftigen Besitzer glücklich machen wird. Das Möbelstück Made in Bad Homburg. Und die Handwerksbranche, die beleuchten wir heute etwas genauer im HR, denn wir haben einen großen Thementag. Ein wichtiges Thema, denn dem Handwerk fehlt der Nachwuchs. Über 2000 freie Ausbildungsplätze gab es allein im März hier bei uns in Hessen. Wenn wir uns die Entwicklung der vergangenen 10 Jahre anschauen, ist die Zahl der Auszubildenden im hessischen Handwerk um insgesamt 12% zurückgegangen. Und wenn wir uns mal die verschiedenen Branchen anschauen, dann sehen wir, der Rückgang ist dabei ganz unterschiedlich groß. Am deutlichsten ist er allerdings in der Nahrungsmittelbranche. Hier wollen immer weniger Azubis eine Ausbildung beginnen. -46%. Dazu zählen Bäckereien, Konditoreien und Fleischereien.
Und über die allgemeine Entwicklung spreche ich jetzt mit Susanne Haus, der Präsidentin der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main. Schönen guten Abend, Frau Haus. Guten Abend, grüße Sie. Frau Haus, woran liegt es denn aus Ihrer Sicht, dass sich so wenige junge Menschen für einen Ausbildungsberuf in der Handwerksbranche entscheiden? Ja, das liegt zum Teil daran, dass wir über Jahrzehnte darauf hingearbeitet haben, dass alle jungen Menschen, die von der Schule abgehen, studieren und dass das Handwerk leider ein wenig ins Hintertreffen gelangt ist. Liegt aber auch daran, und daran arbeiten wir schon seit vielen Jahren, dass das Handwerk in der Gesellschaft leider ein bisschen ein schlechtes Image hat. Ja, und was machen Sie denn, um dieses Imageproblem so ein bisschen aufzupolieren und auch den Job attraktiver zu machen? Wir haben seit über 10 Jahren vom Zentralverband des Deutschen Handwerks eine Imagekampagne, die dieses Thema in den Mittelpunkt stellt, wo wir das Image einfach aufbessern wollen. Aber das Handwerk braucht eigentlich keine Imageaufbesserung, weil die Berufe sprechen für sich. Wir brauchen das Handwerk und wir wollen die jungen Menschen überzeugen, dass die Handwerksberufe auch, was die Klimaschutzziele angeht, ein sehr, sehr wichtiger Part ist. Und wie gehen Sie da vor, wenn Sie jetzt sagen, wir wollen die jungen Leute überzeugen? Also wie überzeugen Sie sie dann? Ja, wir versuchen natürlich alles, was uns zur Verfügung steht, hier zu tun. Wir haben jetzt gerade in der Corona-Pandemie natürlich auch auf digitale Mittel gesetzt. Wir haben einen virtuellen Messestand kreiert. Wir bieten Camps an, wo junge Leute verschiedene Handwerksberufe ausprobieren können, können schauen, welcher Beruf ihnen vielleicht liegt. Und wir haben beispielsweise auch hier eine 3D-Brille konzipiert, wo wir mit dem Handy 3D-Filme anschauen können und gehen so in die Werbung für unsere vielen Handwerksberufe. Das hört sich ja alles erstmal ganz gut an, aber wenn man sich die Entwicklung anschaut, dann scheint es ja irgendwie doch nicht so richtig anzukommen bei den Menschen. Ja, es ist natürlich eine Entwicklung, die viele Jahre in die eine Richtung getrieben wurde und es braucht natürlich jetzt eine gewisse Zeit, bis das Ganze sich wieder in die andere Richtung entwickelt. Wir brauchen natürlich aber auch für diese Entwicklung die Unterstützung von der gesamten Gesellschaft, weil, wie ich es eben schon sagte, wenn wir diese ganzen Ziele erreichen wollen und wenn das Handwerk, was die Gesellschaft ja mit am Laufen hält, auch weiterhin das tun soll, dann brauchen wir einfach Nachwuchs im Handwerk und brauchen viele junge Menschen, die sich von der Leidenschaft der Handwerkerinnen und Handwerker anstecken lassen und auch mal prüfen, ob das nicht was für sie sein könnte. Noch eine kurze Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort, Frau Haus. Es gibt auch viele, die stattdessen in die Industrie gehen, weil sie sagen, da wird es besser bezahlt. Braucht es vielleicht auch eine bessere Bezahlung? Die Bezahlung im Handwerk, wenn Sie im Moment einen Handwerker gewinnen wollen für sich oder auch eine Meisterin oder einen Meister, ist schon im oberen Bereich angesiedelt. Das wird sich auch in den nächsten Jahren noch weiter nach oben schrauben. Das ist meine feste Erwartung. Insofern, natürlich sind wir nicht in der Lage, so gut zu bezahlen wie die Industrie. Aber die Handwerkslöhne gehen mit Sicherheit in der nächsten Zeit sehr, sehr steil nach oben. Und dann werden wir uns auch da angleichen können. Sagt Susanne Haus, Präsidentin der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main. Dankeschön für das Gespräch. Sehr gerne. Ja, morgen ist es endlich soweit. Da gibt es in der Europa League die Knallerpartie gegen den FC Barcelona. Ja, und die Fans, die sind schon völlig aus dem Häuschen und werden ihre Eintracht im eigenen Stadion ordentlich anfeuern. Und die Adlerträger, die wollen natürlich alles dran setzen und das Spiel vor heimischer Kulisse für sich entscheiden. Strahlende Eintracht-Gesichter und positive Stimmung überall vor Megaspiel. Eintracht gegen Barcelona und Frankfurts Warnung an Barca. Achtung, Tiki-Taka, das können wir in Frankfurt auch. Und die Eintracht spielt morgen auf Sieg. Wir wollen gewinnen, ich will gewinnen. Wenn ich mit meiner Tochter 4 Gewinn spielt, will ich auch gewinnen. Bin ich dann vielleicht ein schlechter Vater, aber nein, wir sind sehr erfolgshungrig und wir werden auch alles dran setzen, um zu gewinnen. Vamos, auf geht's gegen Barcelona. Im Eintracht-Shop gibt's alles zum großen Spiel. Das Viertelfinale elektrisiert und die Fanherzen machen Freudensprünge. Der Puls ist dauerhaft über 100. In der Tat, wenn ich nur an morgen Abend denke oder auch an nächste Woche. Ich bin nächste Woche tatsächlich auch vor Ort mit mehreren, daher auch die ganzen Fanartikel zum Ausstatten. In einem Pflichtspiel gegen den FC Barcelona, das ist Wahnsinn. Einfach geil. Für ein Eintracht-Herz gibt es nichts Schöneres, nichts Besseres, gegen so einen riesen Gegner zu spielen. Und den dann natürlich auch zu schlagen. Heute Mittag sind die Topstars aus Katalonien in Frankfurt eingetrudelt. Marktwert der Mannschaft 680 Millionen Euro. Knapp 3,5 mal so viel wie die Eintracht. Doch die Spanier haben Respekt. Es wird nicht einfach sein. Und wir haben kein Glück gehabt.
bei der Auslosung. Eine starke Mannschaft und unbekannt. Ja, ja, und das wäre natürlich gut. Es wird ein sehr kompliziertes Viertelfinale sein. Indem die Eintracht und Trainer Glasner Barca morgen Abend ein paar Dinger reinknallen wollen. Ja, das ist auf jeden Fall eine spannende Begegnung. Und auch der FC Barcelona bereitet sich schon auf das Spiel vor. Heute Mittag ist das Team in Frankfurt angekommen und hat bis eben trainiert. Joscha Bartlitz ist für uns beim Training dabei gewesen. Und er verrät uns, wie sehr es jetzt schon im Stadion vibriert. Ja, der Puls geht gerade hoch. Ganz großer Glanz in der Hütte, denn der FC Barcelona ist da. Die Mannschaft am Stadion angekommen, jetzt unter Trainer Xavi wird trainiert. Aubameyang ist da, Dembele, Nationaltorwart Marc-André Ter Stegen, Superstar Petri, sie alle sind da und ja, trainieren jetzt hier gerade auf dem Rasen der Eintracht. Und wir können ja auch mal gucken, was hier los ist. 60 Journalisten alleine aus Barcelona jetzt hier beim Training dabei. Morgen werden es noch mal mehr. Die Pressetribüne gerammelt voll. Unten im PK-Raum war das gerade genauso. Und wir können auch mal einen Blick werfen hier, da auf die Eintracht-Tribüne. Die Choreo ist teilweise nämlich schon aufgebaut. Und das wird sicherlich hier ein ganz großer Abend morgen, auf den sich alle unheimlich freuen. Trainer Xavi vom FC Barcelona, der hat ganz großen Respekt vor der Eintracht, sagt so ein bisschen so eine Unbekannte. Und ja, ich glaube, auch das wird für den FC Barcelona was Besonderes hier vor dieser Kulisse zu spielen und ja, sich auch beweisen zu müssen. Die Eintracht wird hoch motiviert sein. Trainer Xavi hat gesagt, die Mannschaft muss gegen die Euphorie hier in Frankfurt so ein bisschen dagegen halten. Und ja, das ist einfach nur genießen, muss man sagen. Dieser Glanz überstrahlt irgendwie heute Frankfurt. Das hat man auch in den Gesichtern übrigens der Eintracht und von Trainer Oliver Glasner gesehen. Und man kann gespannt sein auf diesen Abend morgen. Eintracht Frankfurt gegen den FC Barcelona. Ob da was geht? Bin sehr, sehr gespannt. Und jetzt mal ein bisschen zuschauen hier. Ja, da sind wir natürlich alle sehr gespannt und das war's von uns. Nach der Tagesschau meldet sich Claudia Schick mit Max, das Marktmagazin. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich guck's von der Couch aus, das Spiel. Morgen dann, ja. Ja, morgen. Auf jeden Fall, leider keine Karten bekommen. Die Hessenschau gibt's heute aber auch nochmal, wenn Sie möchten, und zwar um 22:45 Uhr. Bis dahin, einen schönen Abend. Tschüss.